Hier hat doch die Politik und vor allen Dingen die Presse dafür gesorgt, ne, dass also der Erhard mit seiner dicken Zigarre, ne, und seinem damals zwar noch nicht so wuchtigen, aber immerhin auch schon gewichtigen äußerlichen Auftreten, dass hier der sozusagen, ne, der Schöpfer mit war. Das ist also absolut positiv aufgenommen worden. Und Erhard war ja immer im höchsten Ansehen, bis er dann später Kanzler geworden ist. Ne? Da war es dann etwas anders. Ne? Aber vorher, in der Zeit, absolut top. Seine Person wird auch in Verbindung gebracht mit dem Begriff soziale Marktwirtschaft. Ja, das, er ist praktisch, das muss man anerkennen, dass Ludwig Erhard der Vater der sozialen Marktwirtschaft ist. Ja. Was natürlich gegenüber dem vorherigen Wirtschaftsgefüge, auch wenn man zurückgeht auf die 20er Jahre oder eventuell sogar zur kaiserlich-königlichen Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, dass man hier dann doch sagen muss, naja, es war was Neues. Ne? Es war auch ein gewagtes Unternehmen. Ne? Vorher hat es ja den Zwei-Zonen-Rat noch gegeben und hier waren schon die ersten Anfänge zu sehen, was man irgendwie erreichen will. Und das ist ja dann tatsächlich eingetreten, dass es vielleicht so ein Schlager wird und so erfolgreich. Von der Tragweite hat man noch nichts ahnen können. Ne? Also man war zufrieden, dass ein neues Wirtschaftssystem gegeben ist und vor allen Dingen der Begriff der sozialen Marktwirtschaft, der hat viele, vor allen Dingen die linksorientierten Bürger Deutschlands damals, ne, die haben wir ja etliche gehabt, ja, die waren dann doch mit dem Begriff sozialer Marktwirtschaft sehr einverstanden. Ne. Marktwirtschaft allein hätte nicht gereicht, ne, aber der Begriff sozial, man hat sich nicht alles unter sozial vorstellen können, was da kommt, dass welche Fülle von Gesetzen das zum Inhalt hat, das war nicht so zu erwarten, aber der Begriff sozial, der hat allen zu denken gegeben und das ist positiv aufgenommen worden.